Für welches Modell? Eine israelische MP. An MPs habe ich nur eine sehr schöne Attrappe da. Aufmachen. Herzeigen. Was kriege ich dafür? Das weiß ich noch nicht. Erstmal zeigen die Dingerchen. Ja, Hände hoch. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Es tut mir schrecklich. Entschuldigen Sie mich. Santa Maria ora pro nobis nunquam hora mortis nostrae. Requies calam pace. Incendiat flammas. Dein König ist total fertig. Brunhild hat den Windel weichgeschlagen. Und das im Ehebett. Das sind Weiber. Trinken ist besser. Habe ich da nicht recht, junger Freund? Eine Flasche Whisky. Es ist Mandig. Hallo. Sie haben Linda rausgeschmissen. Na und? Wenn Sie noch einmal derartig eigenwillig handeln, lasse ich Sie ausweisen. Wir sind hier immerhin in Spanien. Hier gibt es Gesetze. Gentlemen, obviously we have underestimated this Luca Canali. What else am I to think? After he's given us the slip three times. Our boys go to pick him up alive. And he shoots! He's got the advantage, boss! Of course he has! Che posto? Cosa deve fare questo messere? Orso via. La riprovano? Ma podestà, la riprova non mi va. Proprio io devo gettare mia moglie tra le braccia del suo ganzo. Don Romildo, quando non gliela buttavate voi, ci si buttava lei. Li avete sorpresi. Una volta più, una volta meno. Fate che la giustizia segua il suo corso. Va bene, vediamo che cosa ha costui più di me. Al rogo finirete, al rogo! Il fuoco mi ripagherà di tutto il gelo che mi avete dato. Sir, there was something wrong with that beer. I know. The Mexicans are wine drinkers. You can proceed. Yes, sir. Forward! Es ist so still ganz plötzlich. Ja, kein Ton. Psst. Damit wir hören können. Mafia dahinter steckt. Oh nein. Das muss jemand anders gewesen sein. Was jedoch Herrn Ruiz angeht, wird dieser Sizilianer hundertprozentig nur ein Pendler sein. Sie kommen aus dem Süden nur für einen einzigen Job angeheuert, um zu töten, zu rauben, zu entführen. Sie kommen und verschwinden wieder, ohne einen Hinweis zu hinterlassen.
Nein, das sind Professionelle. Berufskiller auf Italienisch. Wir sind zwar rückständig gewesen, aber jetzt schließen wir zu den anderen auf. Du Halunke, verlässt diesen Ort nicht, bevor du nicht die Ehre meiner Schwester wiederhergestellt hast. Ach nee, zuerst stellt er meine Ehre mal wieder her. Werde du erst mal so dick wie ich? Das ist doch ein ganz billiger Trick. Komm mal her, du. Fass mich nicht an! Und was ist das, du Luder? Hört auf, euch zu streiten. Zuerst muss ich mich mal mit Ruhm bedecken. Und wenn ich wiederkomme, dann reden wir die Sache, ja? Vielleicht nehme ich euch beide. Das könnte dir so passen, du Riesenrammler. My name is Oberwalder, and this here is my son David. If there's any way we can be of help to you, it will be a great pleasure for us. We do not have much food because we were not expecting visitors. And I warn you, as a cook, I'm a big disaster. But it is a beautiful place. Come, David, food, cheers. So, my son and I are coming here very often. We are students of botany and wildlife. Hey. Vieni avanti. Leggi qui e dimmi, mettendoti una mano sulla coscienza, se c'è qualcosa di vero. Allora, che mi dici? C'è qualcosa di... Amen! Amen! Die Weißen haben mehr Kraft als die Schwarzen! Weil sie den besseren Gott haben! Gott verleiht den Weißen Kraft! Das hier ist ein Rat! Aufgepasst! Seht, was der Gott der Weißen für Kraft gibt! Andate a riprenderlo! Tu resta qua! Ich will wissen, wem der Stall hier gehört. Der Luigi. Luigi und weiter? Luigi Cercio. Luigi Cercio. Hier. Und wenn er Lust hat, kann euer Chef auch persönlich vorbeikommen. Wie war gleich der Name? Luigi... Cercio. Sind Sie verheiratet? Ja. Bei der Arbeit kein Ehering tragen. Ein Gesundheitszeugnis muss beigebracht werden. Geld oder Naturalien? Weißt du, Theo, jetzt gehst du mal was trinken, lässt dir ein bisschen Eiern spielen und morgen fängst du bei Günther in Dortmund als Fahrer an. Hör mal zu, Dieter. Entweder sagst du mir jetzt, was du weißt, oder ich lasse dir die Luft raus. Und sind überrascht. Veronika, das ist eine Überraschung. Warum hast du dich nicht angemeldet? Ich habe angerufen. Dreimal. Du warst nicht da. Quatsch. Fitzcarraldo? Wie buchstabiert man denn das? Was für ein ungewöhnlicher Name. No, sei tu che sei buona per me. Ma senta, non farà mica come l'altro. Come l'altro? Ma io sono un genio. E lo so, è per questo che voglio un'intervista. Ma che intervista? Io al massimo con te posso fare il sesso. E sai dove? In una bara. Ah, ma allora ha ragione Pippo quando dice che lei è uno stronzo. Pippo ha detto che sono uno stronzo? Pippo, me la paghi! Ma
Ciao. Lei è la mia amica, appena arrivata da Parigi. Ah, bene, io adoro le francesine. Fantastico. Le delusioni alle 3 del mattino possono provocare l'insonnia. Se esco dal giro dei night, quando torniamo da Rio, come trovo un altro lavoro? Vieni con me, nella mia ditta. Dici sul serio, ma io non mi intendo di elettronica. Oh, Miriam, per favore, dopo. Fammi rispondere al telefono. Pronto? Sì, bene, ho capito. Gli dica che scendo subito e sta ferma un momento. Cosa? Cosa sta salendo? Accidenti, squaglia! Via, subito! Sono sorpreso anch'io, creda. È solo questione di fortuna. È la stessa cosa. Ma a lei, immagino, mancano i mezzi. Ora i mezzi posso offrirglieli io. E oltre ai soldi posso offrirle tutta la mia organizzazione. Telefoni, telex, emissari, ovunque, che mi permetteranno di giocare in simultanea sui tavoli dei più importanti casinò del mondo. Also eine unbewohnte Gegend, was? Ja, ganz recht. Und das hat sich auch noch nicht geändert. Eine trostlose Wildnis. Tagsüber verbrennt man fast und nachts ist es viel zu kalt. Nun, wie auch immer. Es ist spät geworden und eigentlich wollten wir noch etwas plaudern. Und Eusebio ist, wie ihr wisst, ein hervorragender Koch. Wie sieht's aus? Wollt ihr nicht über Nacht bei mir bleiben? Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Gut, kommt. Sie können fressen und saufen, was Sie wollen. Gratis, Franco und umsonst. Ja, und so hat's wieder mal Bier. Ah. Umsonst, aha. Tja, Paula, jetzt haben wir natürlich hier schon bestellt. Bestellen wir es halt wieder ab. Und der Baby ist auch da, ist das sicher? Ja, schön. Sag ich allen Bescheid, kommen wir rüber, logisch. Das ist auch wirklich umsonst. Gut, in 10 Minuten sind wir da. Ihr warten auf Antwort, eure Eminenz. Sind diese Morde nicht ein Zeichen, dass eine Versöhnung mit euch steht? Im Evangelium ist eindeutig nachzulesen, dass Christus einen Geldbeutel besaß. Das ist eine Lüge und das wisst ihr genau. Wenn unser Herr einen Geldbeutel besaß, dann kehrt er seine Betanien zurück, statt den Juden zu schlafen. Ehrwürdige Brüder! Ehrwürdige Brüder! Dove sta? Venite. E tu come l'hai trovato? Non è un cliente, l'ho incontrato per caso. Era ferito, che dovevo fare? Almeno sai come si chiama, chi è? Ciro Mele. Ada Mayet. Mayet, hä? Da kann man eh nichts mehr machen. Hat dir mein Nonnenchor gefallen? Nonnenchor? Nicht schlecht. Ich kenne Pedro Vincente, den Captain der Flotte Bahia. Ja, ich kenne ihn. Wie viel zahlen Sie für eine interessante Nachricht? Es kommt darauf an. Pedro Vincente hat doch von Ihnen eine Ladung Sklaven übernommen. Aber ohne Bezahlung. Heile mich! Heil uns! Mach uns reich! Heil mich! Lass ein Wunder geschehen! Oder willst du, dass ich ins Reich Gottes als König eintrete? Ihr seid voller Hass weg! Verschwindet! Gott wird euch nicht helfen! Du wirst uns heilen, oder du verlässt diese Stadt nicht lebend! Wie darf man Forderungen an Gott stellen? That from this moment on, he will make no further claim against his father's wealth. My boy, reflect. From this moment on, you could be stripped of everything, of every right,
in the present and in the future. He says he has thought it over and has decided. And now, ladies and gentlemen, it's time to make orange juice. Herzlichen Glückwunsch, Walter. Es ist mir eine besondere Ehre. Danke, vielen Dank. Bis morgen wieder. Ich muss frische Luft schnappen. Na, lass mal, Mama. Erst mal was essen. Henk, Tisch decken. Wieso ich? Ja, ich glaub, es hackt. Wieso? Pass bloß auf, du. Futter, geh. Na ja. Fehl. Hola. Dol. Der Schuldschein liegt auf dem Tisch. Legen Sie den Schmuck einfach hin. Ach, kannst du vergessen. Habe ich verkauft, die Schmuck. Sie haben was? Heute Morgen. An wen? Das kann ich nicht sagen, leider. Diskretion ist alles in meiner Profession. L'opération s'était parfaitement bien déroulée. Mais quelques jours après, l'hôpital a brûlé. On a retrouvé des corps calcinés, rien d'autre. Votre père a eu la vie sauve parce qu'on l'avait ramené au palais. Et l'incendie criminel, évidemment. On n'a jamais su. Alle Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatze. Papa, Ball kaputt. Mach uns den Fleischerlehrling! Ah, den Fleischerlehrling. Auf uns das Publikum! Das Publikum ist die... Moment. Vielleicht kann euch Hein weiterhelfen. Guck mal, Hein, kennst du die Insel da? Ja. Hallo, Herr Hein. Hein, guck mal, hier ist sogar noch so ein Leuchtturm. Sind mit dem Strom was aufgewachsen? Das ist der berühmte Leuchtturm von Fehmarn, bevor er renoviert wurde.